Heute verabschieden wir uns vom Balaton und reisen weiter Richtung Süden Ungarns nach Mecsek-Nádas. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Ja, wie ihr sehen könnt, wir sitzen wieder auf unseren vollbepackten Fahrrädern, nachdem wir gestern einmal genießen konnten, ohne Gepäck loszufahren. Jetzt sind wir wieder unterwegs in Richtung Süden, denn dort wartet André auf uns, ein ehemaliger Kindergartenfreund von mir, der seit einiger Zeit in Ungarn wohnt und gesagt hat, ey, wenn ihr mal in der Gegend seid, kommt vorbei, ich habe genug Platz. Dort werden wir dann auch ein paar mehr Tage Pause machen, um uns mal richtig zu erholen. Jo. Dann heißt nochmal guten Morgen auf Ungarisch. Guten Morgen auf Ungarisch heißt Jó reggelt kívánok. So, jó. Und natürlich möchten wir uns nochmal bei Carmen und Tamás bedanken für die wundervolle ungarische Gastfreundschaft. Lecker Essen. Und eine wundervolle Familie mit wundervollen Kindern. Jo, 4 Stück an der Zahl. Von 5 bis 12, glaube ich, war alles dabei. Und ja, fantastisches Haus hier in der Nähe vom Balaton. Was will man mehr, ne? Alter, auf dem Fahrrad sitzen den ganzen Tag und nach Japan fahren. Das ist natürlich unschlagbar. Ein weiterer Defekt auf unserer Reise. Ich hatte ja immer den Gorilla-Pod hier vorne an meinem Lenker hängen. So, damit ich die GoPro schnell griffbereit habe. Und dann fällt das Ding einmal ab und die GoPro liegt auf der Straße. Und jetzt hier komplett abgerissen. Da sieht man. Oh. Ja, scheiße, da müssen wir mal, oder Mist, müssen wir mal probieren. Zu kleben irgendwie. Ah, okay, man kann den noch einfügen. Hm. Okay. Okay, 2 Beine also. Nicht mehr 3 Beine. Sowieso viel menschlicher. Anscheinend haben wir hier einen der wenigen freien Zugänge zum Balaton gefunden. Ne? Jetzt machen wir mal einen kurzen Abstecher in den See. Aber mit voller Montur. Ich glaube, das könnte uns heute noch etwas passieren. Ja, ne? Das glaube ich auch. Einfach nur angenehm. So, also, wir haben gerade ein paar Schilder gesehen. Unser heutiges Tagesziel Siopok an der nordöstlichen Uferseite des Balaton befindet sich noch 35 Kilometer entfernt. Wir haben jetzt 10:45 morgens. Hier auf dem Radweg findet man sogar Straßenschilder mit Geschwindigkeitsreduzierung für Fahrradfahrer. Und hier vorne an dem Platz hatten wir gerade eine Pause. Wir befinden uns jetzt bei Balaton Füßfo. Wir stellen gerade fest, wir reisen in die Zukunft. Denn da ist der Radweg noch nicht mal fertig. Ja. Ah. Da ist er. Nordwestbahn auf Ungarisch. Der fährt bis Balatonfüred. Da waren wir gestern. Habt ihr eigentlich eine Idee, warum hier überall dieser neue Radweg entsteht? Schreibt doch mal in die Kommentare. Wir wissen es schon von unserem Gastgeber. Auflösung gibt es dann im nächsten Video. Wenn du uns bei unserer Reise unterstützen möchtest, würden wir uns natürlich riesig freuen, auch über nur jede kleine Spende. Dazu bieten wir 2 Möglichkeiten. Einmal für uns natürlich die vorteilhafteste, werde unser Patron unter Patreon. Dazu findest du alle Informationen und die gewissen Stufen mit den Vorteilen, die du dadurch erhalten wirst, auf unserer Website. Und ihr könnt uns natürlich auch über PayPal unterstützen. Genau, dabei könnt ihr natürlich den Betrag auswählen, den ihr uns zukommen lassen möchtet. Genau. Und das muss auch kein regelmäßiger Betrag sein, es kann auch ein einmaliger Betrag sein. Und wenn es noch so klein ist, wir würden uns über jeden kleinen Groschen freuen. Richtig. Auch dazu findest du alle weiteren Informationen auf unserer Website bikepilgrim.de. Domo arigato gozaimasu. Als Patron wirst du übrigens in unseren Videos erwähnt. Nur mal so als kleinen Hinweis. Wir sind jetzt hier auf dem wunderbaren Radweg unterwegs und wir fragen uns die ganze Zeit,
Da hinten sieht man so ein bisschen Klippe oder sowas. Man kann den Balaton sehen, aber der ist nicht greifbar. Irgendwie noch so eine Kante. Komm, wir gehen mal gucken, was da auf uns, was uns da erwartet. Ah, okay. Ja, tatsächlich. Boah, cool. Hier geht es tatsächlich runter. Und da. Das ist nicht viel verbirgt, ne? Das ist ja krass. Boah, schön. Schön, ja. So, wir haben einen Campingplatz gefunden. Ja, Gott sei Dank. CEO Camping. Zeig mal ein cooles Armband. Ja. Guck mal hier. Voll der geile Club hier. Passt gut zu meinem Tisch. Ja. Perfekt. So, Zeltplatz suchen und Dusche genießen heute. Ja, wie ihr gerade schon mitbekommen habt, stehen wir auf dem Campingplatz. Und wir haben unser Tagesziel erreicht. Den Ort habe ich jetzt wieder vergessen. Das ist CEO Fuck, glaube ich. Und hier bauen wir unser Zelt auf. So sieht das hier aus. Da sind noch so ein paar Hütten da hinten. Die kann man sich auch mieten. Ansonsten ist hier überall Zelten erlaubt. Da ist das Duschhäuschen. Da ist der Wasseranschluss. Die Hütte, keine Ahnung, wahrscheinlich auch irgendwelche Mietobjekte. Ja, so schaut's aus. Und die nächsten beiden Tage starten wir dann in Richtung meinem Kumpel André. Gucken, wie lange wir brauchen. Auf jeden Fall jetzt erstmal. Feierabend. Jode Geld, Kiwanok. Guten Morgen heißt das auf Ungarisch. Jode Geld, Kiwanok. Ja, und jetzt frühstücken wir ein bisschen, bauen das Zelt ab und haben ein paar Leute eingeladen zum Frühstück. Guck mal hier, die Ameisen. Überall sind Ameisen. Überall. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber sie sind überall. Euch ist bestimmt schon das Glöckchen hier an unseren Fahrrädern aufgefallen. Aber auf unserem YouTube-Channel gibt es auch so ein Glöckchen. Vielleicht aktiviert ihr das mal. So verpasst ihr nie wieder ein Video von uns. So, wir verlassen heute die Balaton-Region, also den See. Letzte Nacht war eigentlich ganz gut, bis auf die Ruhestörung. So, in Ziofuk haben wir endlich gefunden, den Fluss Zio. So sieht es dann hier aus. Und diesen Fluss Zio folgen wir jetzt bis Simon Tornja. Irgendwie sind wir heute beide nicht gut drauf, wa? Nee, heute ist ein bisschen komisch. Wir müssen noch ein Eck zu schaffen. Ja, wir fühlen uns so matschig beide. Und Carmen sagte eben schon die richtigen Worte. So ein bisschen Nebel im Kopf. Deswegen auch jetzt dieser Flussradweg. Goldrichtig heute für uns. Jetzt geht's raus aus der Stadt. Hallo. Ich glaube, die Forest Gump, die da liegt, die wir gerade gesehen haben, wird eher weniger genutzt noch. Ganz vergessen. Jo. Also, wie war das noch? Shrimps? Shrimps wollte er, glaube ich, fischen. Obwohl, ich glaube, im Balaton gibt es überhaupt keine Shrimps. Bis jetzt haben wir uns mit Google Maps durchnavigiert. Und ich glaube, den Flussradweg hier hätten wir mit Google Maps nicht gefunden. Da hatte ich vorher einmal maps.me, also maps.me, installiert. Und ja. Tada! Nun befinden wir uns auf dem Flussradweg Zio. Jo, wie ihr sehen könnt, Zio Jut ist schon mal erreicht. Ich muss euch mal was zeigen hier. Balaton-Bike. Jo, die Beschilderung. Die Beschilderung ist extra für mich gemacht, weil ich ein Orientierungsnomade bin. Das stimmt, da hat sie recht. Also die Beschilderung hier. Auch hier am Fluss. Ist mega geil. In der Wüste sind wir gelandet. Ich glaube, wir haben uns verfahren. Ja, echt heiß hier in der Gegend. Da haben selbst die Disteln keine Chance. Musik.
jetzt in Osora. Und wir haben entschieden, für heute ist Feierabend. Genug gestrampelt. Durch die Wüste. Und jetzt erstmal Wasser auffüllen. Zum Glück gibt es die Dinger hier fast in jedem Ort. Ansonsten wäre man hier echt bei der Hitze echt aufgeschmissen. Ziemlich schwer zu bedienen. Liter. Liter plus 2 Liter an meiner Flasche sind 16, 17,5, 18 Liter an Bord. Das wird schon reichen. Jode Geld, Kiwanok. Guckt mal hier, hier in diesem schönen Hain haben wir die Nacht verbracht. Carmen füllt noch so ein bisschen Magnesium gerade auf, da in die Flasche. Ja, ihr seht, Fahrräder sind gepackt. Und, wie hast du geschlafen? Unruhig, wir hatten einen Gast heute Nacht, einen riesen Hirsch, und der hat richtig gebellt. Ja. Das war laut. Und dann fielen 3 Schüsse, dann war erstmal Ruhe und heute Morgen um 4 Uhr dann hat ihn wohl nicht erwischt, den Hirsch. Naja, gesehen haben wir ihn nicht, aber trotzdem unruhig fand ich auch. Und heute versuchen wir weiter Richtung Anre zu kommen, Richtung Meshket Nadash. Dort werden wir dann uns ein paar Tage aufhalten. Das sollen jetzt noch 77 Kilometer sein, laut Maps.me. Und die werden wir aber aufteilen auf 2 Etappen. Denn wir wollen ja nichts übers Knie brechen, wenn wir Zeit. Ne? Dann mal los. Viel Spaß heute. Schönen Tag wünschen wir euch. Und außerdem haben wir uns gestern noch gefragt, was das hier für komische Früchte sind an dem Baum. Oh ja, könnt ihr uns... Vielleicht könnt ihr uns ja mal einen Kommentar unten reinschreiben. Sehen so aus wie kleine Zwetschgen oder Kitten oder sowas, ne? Hier wie diese Quitten. Quitten, ja. So sehen die aus. Aber wir haben uns ehrlich gesagt nicht rangetraut. Nachher sitzen wir hier mit Durchfall oder so. Ja. Naja, schreibt mal was. Unten rein. Durchfahrt Regoli. Jo, das war wieder ein knaller Tag. Ein paar Steigungen hatten wir heute und war ganz schön heiß wieder. Dafür, guck mal hier hinter mir, haben wir einen richtig schnieken Schlafplatz gefunden. Und das Coole an der ganzen Geschichte ist, hier wächst überall Bambus. Guck mal hier. Müssen wir weiter? Guckt euch das mal an hier. Ein Bambuswald. Ich glaube, da mache ich mir gleich mal ein paar von ab oder einen für einen neuen Stock. Oh, mit Bank. Naja, wenn man das mal Bank nennen darf. Aber ist hier nicht zu wellig? Ja, nehmen wir das doch, oder? Schick mit dem Bambus hier. Cool. Okay. Dann holen wir die Räder noch und dann gibt's Essen. Heute gibt's Spaghetti mit Cordon Bleu.
jetzt haben wir gegessen. Lecker, lecker. Und wir haben uns einen Schlafplatz ausgesucht, mitten auf dem Steg. Besser geht's doch nicht, oder? Guten Morgen, Freunde. Guck mal, wir haben direkt ein kleines Problem. Carmens Flasche ist ins Wasser gefallen. Da liegt sie. Jawohl. Jawohl, super. Yeah. So, wofür so Bambusstöcke hier an so einem Bambushain nicht überall gut sind, was? Jodegeld Kiwanok, Ungarn. Sehr gut. Ah, nochmal, Bonjat und Tegel, Tevel. Das sind die letzten beiden Orte vor Meshket Nadasch. Juhu! So, mit dem neuen Fahnenstock wird die Fahne noch direkt viel geiler, oder? Ah. Normalerweise hören die sich anders an. So wie in Amerika. Tja, diese Straßenverhältnisse wären wohl unsere Zukunft. Ja. Hallo. Jetzt zeigen wir euch mal, dass es auch in Ungarn möglich ist, eine Baustelle zu haben. Nur die sehen so aus hier. Hallo! Fahrbahnmarkierung, Fehlanzeige. Helme und Sicherheitsschuhe, Fehlanzeige. Dafür ist die Länge ziemlich kurz gehalten. Hier haben wir jetzt gerade Sultan kennengelernt und Sultan bringt uns zwei Bierchen. Heineken! Yeah! He worked in England. Dankeschön. Hello there. And now he's back in Hungary. Yeah, just visiting parents, and then I bumped into these guys in the other village. So I thought that I stop by and say hello and then help them out with a beer at least. Er hat uns gestern schon mal gesehen in Hügyes. Yes. In Hügyes, ja. Und jetzt treffen wir uns hier in Tevel wieder. Tevel wieder. Nice guys, thank you, Zoltan. Yeah, don't worry at all, and then enjoy your ride to Japan. So I hope that you are gonna have a nice one, and yeah, we will stay in touch, hopefully. Of course, of course. Thank you very much. We will see us again. All right, of course. Then. All so, the best to you. Nice guy. Auf Carmens T-Shirt steht zwar "Please spend eat for speed", but the beer is also eat. I think it's nice for Weizen. Also, auch ein Grundnahrungsmittel. Also haben wir jetzt ordentlich Speed. Wie viel haben wir? 12 Uhr, passt. Also, da lang. Jawohl, Chaka! Meshket Nadasch! Ziel erreicht! Ein kleiner Schritt auf unserer Reise, aber ein großer Schritt für unser Selbstbewusstsein. Babyschritte sind auch Schritte. Jawohl, Chaka. So, wir suchen jetzt noch André. Der soll jetzt hier nicht mehr weit von uns weg sein, wohnen. Die ganze Nachbarschaft, ihr wusstet schon Bescheid gerade. Auf Deutsch wurde man begrüßt, die Japaner. André wohnt da oben. Da oben. Da ist er. Sia, Herr Havet. Jonas Putki, Hanok. Hallo! Komm her! Schön, dass wir bei dir sein dürfen. Ja, cool, ich freue mich richtig, ey. Japan, oder? Aha. Meshket Nadasch! Mandorschak, Elöre! Cool. Sehr schön! Ihr seid verrückt. Habt ihr richtig erlebt, oder? Bis jetzt schon. Ja, ich hab Carmen ist ganz schön im Arsch. Ich bin sowas von fertig. Aber der André war so nett und hat gerade das Fahrrad übernommen. Oh Gott sei Dank. Auf den Backpacker. Von da unten sind wir jetzt gerade eben gekommen. Vor ein paar Minuten. Hier wohnt André. Und das ist unsere Bleibe für die nächsten paar Tage. Tage ist gut.
Der Tag ist gut, ne? Ich glaube, Carmen ist ziemlich glücklich darüber, dass wir jetzt hier bleiben können. Ja, auf jeden Fall. Ein, zwei Wochen Urlaub wäre nicht schlecht. Ja, machen wir jetzt. Also Kirsch! Maggie! Ja, gut, besser Gösser. Jojo bless Gösser. Jojo bless Gösser. Ein Geschenke drin. Küsse nehmen. Ich will nicht küssen. Oh, Geschenke drin. Geschenke drin. So, sag mal an, was habt ihr vor? Der liebe André hat von seinem netten Nachbarn, der sitzt hinter uns. Ist er? Hallo. Hallo. Dir ein paar schöne Paprika bekommen. Cheresny-Paprika, Kirschpaprika. Okay. Und die Ungarn, ich glaube, bauen die nur an, um die Gäste zu ärgern. Ich weiß nicht, ob die selber überhaupt essen. Also ich kenne keinen, der die isst. Die tun die trocknen und tun die ein bisschen in Paprika. So eine Viertel in so einem großen Topf Gulasch. Okay. Und jetzt... Sieht aus wie eine Kirsche. Sieht aus lecker, wie eine lecker. Deswegen heißen sie auch Kirschpaprika. Rein. Mhm. Da bin ich immer gespannt.